Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute soll es um Energy Drinks gehen. Ich habe mir einfach mal welche mitgenommen. Ein paar kenne ich zwar schon, aber ja, einfach mitgenommen. Eigentlich wollte ich das Ganze mit der App CodeCheck verbinden. Allerdings habe ich die auf meinem Handy und ich nehme mit meinem Handy auf. Und mein älteres Telefon kann die App nicht downloaden. Ja, schade, hätte ich gern gemacht, aber wenn nicht, dann nicht. Ja, ich habe mir mal ein Glas geholt, die Fritz-Cola da, dass sie da steht, das ist eher Zufall, das ist keine Schleichwerbung. Ich werde trotzdem irgendwo unbezahlte Werbung wahrscheinlich einblenden, einfach weil ich euch auch die Marken zeigen möchte, die ich hier probiere. Im Vorhinein, davon wird nichts irgendwie weggeschüttet. Ich werde das verbrauchen. Ob ich das jetzt verbrauche oder morgen, ist ja egal. Gesundheitsfaktor auf jeden Fall nicht so gesund. Wenn ihr Energy Drinks trinkt, dann in Maßen, Leute. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Also zwei bereiten mir besonders Bauchschmerzen, muss ich gestehen. Ja, wohl drei, vielleicht auch vier. Okay, wir fangen erstmal mit was an, was jeder kennt, nämlich Red Bull, in diesem Fall die Blue Edition. Ja, ach, das ist immer so ein himmlisches Geräusch, muss ich euch gestehen. Ich glaube, ihr hört das richtig gut, wenn ich das da reinschütte. Ich glaube, das wird richtig wild. Genau. Das hat hier so einen lilanen Ton. Ich werde einfach immer Design und Geschmack jeweils 1 bis 5 machen, damit wir dann eine Gesamtwertung haben. Ich liebe es. Also das blaue Red Bull, das trinke ich wirklich gerne. Bei Red Bull ist bloß einfach das Problem. Die nennen was The Blue Edition, wird die Büchse blau gemacht, wird da hingeschrieben und der Rest bleibt alles gleich. Deswegen machen wir gleich mit denen seinem Bruder weiter. Mal gucken, wo ich die dann alle hinstelle, die offenen. Mit der White Edition. Achso, ja, genau, ich habe gar kein Fazit gegeben. Geschmacklich eine absolute 5. Aber designtechnisch, ich finde es halt schwach, dass man immer dasselbe Design nimmt. Deswegen würde ich da eine 2 geben, also eine 7, eine 8. Und ja, ich denke mal bei der Wild Edition, ich mache nur zu viel rein. Ich will nur probieren, mich nicht betrinken. Die sieht halt schon anders chemisch aus, nochmal extra. Ach, es schmeckt aber richtig. Einfach nur so fucking geil. Ich werde nachher hier einen Schlaganfall kriegen. Ich sehe es schon kommen. Ah. Meine Haare sehen auch aus für die, die im letzten Video gefragt hatten. Nein, ich habe nicht vor Corona vorgehabt, zum Friseur zu gehen und habe es dann nicht mehr vom Lockdown geschafft. Das liegt einfach damit zusammen, ich möchte mir gerne die Haare lang wachsen lassen. Ja, okay. Fangen wir mit dem ersten an, vor dem ich Angst habe. Das ist der Standard Crazy Wolf aus der Büchse. Ich glaube, die Dose kostet mit Pfand 50 Cent, ich glaube nicht mal. Okay, designtechnisch ist halt ganz schön an Red Bull angelehnt. Weiß gar nicht, ob es vielleicht eine Tochterfirma oder nee, ist eine polnische Firma. Ja, moin. Urinprobe to go.
Maschallah. Keinen schlimm. Achso, bei der White Edition 7 bis 8 dasselbe. Ich meine, ich kenne ja Crazy Wolf, gell, aber aus der Flasche schmeckt es schon besser. Legende. Die sieht man nicht in der Cam. Nee, sieht man nicht. Ja, Design ist halt eher wack. Geschmacklich auch. Ja. Kriegt eine Mitleids 5 insgesamt. Eigentlich wäre es eine 3 oder eine 4. Okay. Was haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir gehen einfach genau. Wir haben jetzt die ganze kleine. Wir bleiben auch bei einer kleinen. Ach, damit, als ich das erste Mal getrunken habe, fand ich das wild. Das ist 28 Black. Ich finde die Dose ziemlich geil, muss ich sagen. Die fässt sich auch. Das hört man vielleicht auch. Fässt sich mega schön an. Design ist auch simpel, aber gut. Hier steht auch, dass es ohne Taurin und vegan ist. Glutenfrei, laktosefrei, also eigentlich für alle wirklich trinkbar. Müsste jetzt gucken, ob vielleicht Ammoniak drin ist. Sieht aber nicht so aus. Nee. Das wäre die einzige Sache gewesen. Weil Ammoniak ist ja. Ist zwar nicht bestätigt, aber der Gedanke ist dahinter, dass ja, das ist halt einfach krebserregend ist. Riecht wild. Lol. Wenn jemand während des Videos aufs Klo musste. Sorry. Okay. Also, ich muss sagen, ich denke mal, im Video kommt er sehr viel roter rüber, als er eigentlich ist. Er hat jetzt so, dieser kurze Nip hat sehr nach Gummibärchenwasser, nach Booster geschmeckt. Hier voll klar. Ich hatte Angst vor Ohr. Da geht. Hab's die ganze Zeit übelst am Mund. Ja, der ging. Ging klar, den möchte ich mir erstmal einverleiben. Könnte man öfter holen, aber ist glaube ich relativ teuer. Also Preise habe ich leider keine mehr im Kopf. Habe ich aber alle bei Kaufland gekauft. Ja, womit machen wir weiter? Ja, die nächsten beiden größeren. Welche ist größer? Welche hat mehr drin? Wartet. 0,33er, 0,33er. Ja. Dann nehmen wir ein gutes Essprodukt. Vita Energy. Geschweige denn, der normale Vita Cola ist ja eher Osten. Eher Thüringen etc. Hat auch kein Taurin. Krass viel Kohlensäure. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss irgendwann in dem Video übelst aufstoßen. Ey. Ja. Das kommt auch in etwa hin, wie es richtig aussieht. So, ein bisschen langweilig. Also, ich habe den das erste Mal getrunken, wo der rauskam. Fand ich den ganz geil, aber jetzt. Also, ein bisschen lasch. Vielleicht liegt es auch an den anderen. Natürlich, gell. Ich trinke jetzt viel durcheinander. Aber. Effekt. Ja, liebes Effekt-Team. Ich warte heute noch auf meine gesponserte COD-Zeit von euch und auf Fab Games.
Oh nein. Ich warte immer noch auf die Stiege, die angeblich losgeschickt wurde. So klassisch erinnern sie ja. War ja, glaube ich, Berliner, ne? Ja, Paderborn. Auf jeden Fall. Deutsche Energie. Ja, klassisch. Ovin to go. Ja, ist halt Effekt. Effekt ist gut. Effekt schmeckt. Kann man überall benutzen. Ja, wenn man kein Red Bull sich kaufen möchte, dann eben das. Oh, ich von klein auf groß gemacht. Jetzt kommen die beiden Sachen, vor denen ich am meisten Angst habe. Ich habe nämlich einmal Bang. Oh, einiges drin, Alter. Puh. Ganz viele Stabilisatoren. Ohne Fruchtsaft. Ja, geil. Was soll der eigentlich schmecken? Blue Rice. Aus den Niederlanden ist der, okay. Ja, nicht drauf noch was schmecken soll. Okay. Genau, den haben wir jetzt noch vor uns. Oh, ich habe die Büchse nicht mehr bewertet. Black war auch eine 8 von 10, fand ich sehr gut. Vita Energy, ich finde die Dose sieht mega aus. Ich hätte die gerne noch mal rein. Dose sieht mega aus, geschmacklich langweilig. Deswegen, Dose kriegt man 5, Geschmack 2. Stabile 7. Und Effekt. Zwar simpel, aber merkt man sich leicht, muss ich sagen. Kriegt eine 7. Sehr schlechteste war bisher Crazy Wolf. Wir machen jetzt mit Bang weiter. Und nach Bang haben wir dann noch Dr. Pepper Energy, Alter. Wow. Das kann uns schwer. Was? Ich habe jetzt den Bang Energy da reingemacht. What? Mir wird schlecht. Was ist das? Der ist zuckerfrei, kalorienfrei, fettfrei. Blue Res. Ich habe Angst. Jetzt muss ich das auch noch leer trinken. Boys and Girls. Kann ich nicht empfehlen. Wenn das irgendwer von Bang sieht. I'm sorry, aber nee. Wirklich nicht. Oh. Gar nicht geil. Oh, puh, jetzt krieg ich nochmal Gänsehaut. Sieht man die Typ echt in der Kamera? Ja. Nee. Das sieht auch echt nicht gut aus. Es kriegt eine 2. 1 für den Geschmack. 1 fürs Design. Wirklich nicht. Also, bei aller Liebe. Nächstes Meme gerade entstanden. Oh, Dr. Pepper riecht auch ganz gefährlich. Das riecht auch ganz gefährlich. Ist auch in Deutschland.
Ja, okay, ich hab's ja gerade so dadurch schon mal ein bisschen. Also, ich hab zwar gesagt, ich schütte nichts weg, aber okay, ich werde ihn meine Freundin probieren lassen. Au, nee. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So, Dr. Pepper. Rein und schon. Oh, ja, diesen Cola-Effekt. Richtig. Dieses Belag auf den Zähnen legen. Job, Freizeitsport, Freunde, du hast für Langeweile einfach zu viel vor, dann ist Dr. Pepper dein Ding. 23 Jahre rum, Alter. Kommt ja alles Englische, Junge. Ja, schmeckt ganz okay. Da finde ich ja die Dose auch sehr cool gemacht. Also lässt sich auch wieder extra schön anfassen. Hat extra Grip. Ja, geschmacklich ist okay. Ich würde sagen, eine stabile 7. Also, am besten ist geschmacklich Red Bull. Designtechnisch finde ich Dr. Pepper und 28 Black am besten. Und Bang, der kostet über 1 Euro und kauft euch lieber Effekt. Damit macht ihr nichts verkehrt. Gut, Freunde der Nacht, ich werde mir jetzt noch ein paar Energies reinschütten. Ich wünsche euch schon mal ein frohes Weihnachtsfest, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.